Knechtschaft befreit hast. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Ich habe niemanden getötet. Ach, aber dein Haus. Und das kommt aufs Gleiche heraus. Da schauen unsere Füße unter dem Haus hervor. Oh, du liebe Güte, das Haus ist auf sie gefallen. Wir müssen was tun. Da können wir nichts mehr tun. Wir machen den Zauberer von Oz von Frank Baum. Das ist ein Amerikaner, der schon lange tot ist. Und wir spielen das, die Premiere ist am 23., also am nächsten Mittwoch. Ich kannte eigentlich den Film schon seit langem, schon als Kind. Und mich hat die Geschichte eigentlich schon immer fasziniert. Es ist eine wunderbare, zauberhafte Geschichte von diesem Mädchen, das da durch diese Zauberlandschaft wandert mit diesen komischen Freunden der Vogelscheuche und dem Blechmann und dem ängstlichen Löwen. Und ich denke, gerade für die kleinen Kinder ist das wirklich eine wunderbare, zauberhafte Geschichte. Ich glaube das nicht. Aber jetzt kriege ich ihn wirklich. Na, warte, du Butsch. Gleich habe ich dich. Na, warte. Eine schöne Lärm.